Hallo Leute und herzlich willkommen zu unserer weiteren Folge zu Mordors Schatten. In der letzten Folge haben wir einen weiteren Häuptling getötet. Zwei sind noch übrig. Die machen wir auch noch fertig. Mist, da ist einer von diesen Grauks, die ich hätte kennen reiten. Aber ja, ihr wisst, wie es geht. Drei von den Weißen. Vielleicht noch einen von den Roten. Malmuk, der Giftmischer. Och. Vergiss es. Den Espenlaub, den fasse ich nicht mehr an. Zwei von denen? Komm, gehen wir lieber zuerst nach unten. Oder? Machen wir es so. Von denen hier haben wir schon lange nicht mehr einen gemacht. Und wir fliegen im Sturzflug runter. Gule! Jagdmission! Nein, bleib hier! Elende Mistviecher! Willst du mir jetzt alles so aufzählen? Vier? Wie viel habe ich denn besiegt? Fünf? Okay. Der wollte einen 1 gegen 1 Kampf. Und ein Mogel sogar, er hat einen Freund, der ihm hilft. Elende Betrüger, man darf einem Ork einfach nicht glauben. Frage, wie viel von den Ghoulen haben wir jetzt getötet? 6. Nur wegen zwei verdammte Axt. Ich dachte, wir würden auf die Jagd gehen. Und auf einmal kriege ich den Befehl, noch mehr Vorräte zu packen. Armes Kerlchen. Und wir laufen unserem Ziel entgegen. Werden alle von der Fläche fegen. Danke sehr. Aber eine Anmeldung zu DSDS ist nicht nötig. Was war das? Hast du es gesagt? Ja. Wenn ich dich auch mal anhöre, schlage ich dir die Beine. Ja, ich bin in einer Festung. Ist das nicht schön? Hoch mit dir. Was auch immer es war, es hat wohl Angst vor mir. Bleibt wachsam. Es könnte zurückkommen. Für jede Beleidigung, ob wahrhaftig oder bloß eingebildet, werden die Sklaven von ihrem brutalen Zuchtmeister hingerichtet. Rette sie vor diesem ungerechten Schicksal. Mit Vergnügen. Ein schöner, dichter Nebel. Miss, töte Uruks, nachdem sie die Fähigkeit. Okay, mit Anlocken zuerst zu uns führen und dann umbringen. Es ist zu kalt, es ist zu nass, es ist zu dunkel. Runter, genau. All diese Bleichhäute verpesten die Luft auf Rüstung, Mann. Das ist gar nicht mal so übel. Das sind so. Komm her. Habt ihr das gehört? Hier bin ich. Da ist nur einer. Zwei, aber lass mich zuerst mal den hier. Komm her! Was war das für ein Geräusch? Mist, hat mich einer gesehen? Nee, das war er selber. Hallo! Was war das? Was war was? Ich habe nichts gesehen. Verschalte all dieses Gewimmer vorhin. Gewimmer? Ich höre kein Gewimmer.
Alles, was ich höre, ist der Tod. Wenn ich dir die Zunge rausschneide, Totenstille. Sie dann noch weiter? Ja. Wer ist man denn da? Scheiße. Glück gehabt. Da drüben hat sich etwas bewegt. Ich. Wieso ist denn der Pfeil bei dem so groß? Hab gehört, der Norm sei eine Haube wilder Ghule unterwegs. Also werden wir uns dem Häuptling doch anschließen. Ghule? Ich brauche ein paar Ghule, ich muss noch ein paar töten. Nein, ist mir egal, was es war. Bleibt wachsam. Sicher ist sicher. Ich glaube, das war der Kerl, oder? Ich hab genug davon. Ich suche nicht mehr weiter. Weißt du was? Ich mach's jetzt einfach so. Befreit. Befreien, 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 befreien. Los, los, renn! Vielen Dank, Fremder. Renn, 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 renn! Zündet die Leuchtfeuer! Mist, das Leuchtfeuer wurde entzündet. Schlecht. Der Tag! Befreien, 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 schnell, schnell, schnell. Alter! Ich stehe in deiner Schuld. Wir machen was anders. Na los, kommt her. Kommt her. Habe ich den? Ja, der ist befreit. Okay, zum nächsten. Schleicht hier jemand herum? Ja, vor eurer Nase. Na los. Gut. Das haben wir geschafft. Ich weiß, es war dumm, diesen Uruk zu beleidigen. Doch ich würde es nochmal tun, nur um dich kämpfen zu sehen. Verdammte Axt, los! Hä? Ich kapier's nicht, wieso läuft er nicht mal weiter? Und tschüss, Sikowski. Da haben wir hier nichts mehr, oder? Nicht so aus. Und weil es nicht so aussieht, gehen wir in dieses Gebiet hier. Ja, genau, ich laufe durch den Berg hindurch. Ich glaube, da hat sich etwas bewegt. Ist nur deine Einbildung. Da ist nichts. Gar nichts. Hör auf, so viel Grog zu trinken, du eingebildeter Fatzke. Ich laufe hier ein bisschen durch die Gegend rum und sieh mir die Umgebung an. Nö, die goldene noch nicht. Warte. Kommt aber noch. Nö, die Leiter ist mir zu blöd. Ich nehme lieber die Felswand. Schaufelrad, okay. Dieses Zahnrad stammt von einer der großen Maschinen der Uruk, vielleicht einer der Schaufelradbagger. Während der Uruk tiefer und tiefer nach Mordor eindringen, reißen sie den Boden auf der Suche nach Ressourcen auf, die für die Kriegsanstrengungen des dunklen Herrschers so wichtig sind. Schaufelradbagger fressen sich durch die Erde, um Metall für die Schmieden, Ton für die Brennöfen sowie jegliche Artefakte, Waffen und Werkzeuge hervorzuholen, die von Nutzen sein könnten. Au, jetzt habe ich mich gerade selber angeschlagen.
habe ich in Udun gefunden. Was ist es? Sie haben diese Maschinen gebaut. Sie wühlen in Udun die Erde auf. Die Maschine zieht Furchen in das Land, in denen die Sklaven nach Schätzen wühlen. Ton und Schlamm geht an die Brennöfen. Metall geht an die Schmieden. Alles, was sie gebrauchen können, das nehmen sie. Wenn sie alte Waffen oder Rüstungen finden, geben sie es den Urukai, den großen Kerlen. Was sie damit tun, das weiß ich nicht. Sie planen etwas, so viel weiß ich. Wir müssen wissen, was in Mordor geschieht. Wir haben viele Augen dort, doch deine sind besonders scharf. Du dienst uns gut. Kehre zurück und berichte, was du siehst. Der Rat darf nicht erfahren, was du tust. Lass dich nicht ergreifen. Das heißt also, Gondor hatte einen Uruk als Spion, wenn es überhaupt ein Uruk war. Interessant. Nee, solche eine Minimission mache ich nicht, weil sonst dauert die Folge wieder zu lange. Suchen wir uns das Ifilin zusammen. Und dann geht's ab. Über Jahre standen wir auf dem schwarzen Tor und sahen nach Mordor. Doch wir sahen nichts. Wir haben geschlafen. Der mörderische Rhythmus der Kriegsmaschinerie des dunklen Herrschers wird uns alle erwecken. Wir müssen sie zerschlagen. Was war das? Ich habe sowieso keine Dings mehr. Keine Elbengeschosse, von denen nehme ich mir noch ein paar. Menschen abschauen. Ja, was ist? Nanichir, Gelaia Mordor. Tri-Laich. Oder Tri-I-Aich. Wer ist da? Ugu. Markieren wir den mal, weil ich glaube, dass das ein Wächter ist. Oder? Nee. Macht 5. Neues Ziel. Ich will den hier umbringen, weil der hier oben hat nur ihn als Hauptwächter. Und er ist der Schwächste jetzt momentan auf der Map. Also holen wir uns den hier. Snuggok. Okay, also das heißt, wir müssen noch die rote Mission machen, Ladies and Gentlemen. Noch die rote Mission. Okay. Ich eile schon. Geh mir aus dem Weg. Warte, ich rieche etwas. Du riechst meinen Staub. Hallo. Was zum Teufel? Ghule, kommt her. Ich brauche euch. Kommt her. Nummer 1. Nummer 2. Jawollo. Haben wir die Jagdherausforderung auch schon fertig. Fledermäuse. Ich wüsste, wo es welche gibt, aber es wäre jetzt umständlich, jetzt dorthin zu gehen. Ich mach das mal zwischendurch, zwischen zwei Folgen. Wir müssen mehr Grauchs jagen. Sie zu verfolgen. Nein. Uruks veranstalten Festmale, um große Taten zu würdigen und sich mit anderen Uruks in der Kunst des Grog-Trinkens zu messen. Wenn das Festmahl ungestört bleibt, erlangt der Gastgeber Macht. Oh Gott, gastfreundlich sind sie also auch noch. Mische dich ins Festmahl ein, um Saurons Armee zu schwächen. Okay, Belohnung plus 40 Macht. Ja, yeah, wir gehen ab. Esst, trinkt, bis
zum Anfall! Yeah. Und wie lange dauert das? Das wollte ich jetzt definitiv nicht. Sondern das hier und dann das hier. Snagor. Keine Information! Das darf doch wohl nicht wahr sein! Komm, ich versuch's mal. So. Ich habe keine Angst vor Ghoulen. Wer sie fürchtet, ist ein Schädling. Hab ich da gerade etwas? Nee, du bleibst sowas von hier. Kampf, bitte ich dann sehen. Und da ist er wieder. Kriege ich meine 40 Macht? Du bleibst sowas von hier, Junge. Oh, ho, 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 ho. Nee! Was soll denn der Scheiß? Ich bin da gerade direkt hinter ihm gewesen. Wen will ich jagen? Den da. Krämte, aufgeschwemmte. Und der ist jetzt dort hinten. Ich jagte ihn nicht mehr hinterher. Den machen wir später fertig. Der ist dort oben. Erledige sie. Okay. Ich glaube, es wird Zeit für noch eine Verbesserung, wenn wir genug Runen haben. Miriam meine ich. 1800. Oh, Menno. Jetzt aber nicht im Ernst. Nur wegen 25 Punkte. Na? Alles klar? Alter, ich schlaf genau auf den Zug. Der sieht mir in die Augen und dreht sich einfach um. Was ist denn das für ein Trottel? Ja, beachtet mich einfach nicht. Ich laufe hier nur ein bisschen in der Gegend herum. Eins. Komm, schon. Nein! Alter. So ein scheiß Zahnstocher verpasst mir eine. Was wollen denn die Ghule hier? Ich habe sie alle schon besiegt. So, weiter. Schwarze Straße. Jo, wir laufen dann mal weiter. Hallo. Da ist er. Wirklich? Sagt dir das deine Intuition? Sherlock Holmes? Alter, jetzt aber nicht im Ernst. Ich lauf links rum. Fehl uns doch von den Geräuschen, die du wieder und wieder hörst. Nur so aus Spaß, just for fun. Er tötet mich! Er schlägt den Ghoul! Und wenn ich schon mal hier bin, kann ich auch noch gleich mein Leben auffüllen. Denn mein Leben ist sowas von leer. Es macht keinen Sinn. Aber wenn ich diese Kräuter hier nehme, dann ist alles farbenfroh. Und ich fühle mich heil. Einfach nur heil. Einfach nur heil.
Ich habe eigentlich noch nie das Terrorisieren eingesetzt, merke ich gerade. So, so, so. Kann ich so terrorisieren? Aufzählung, Behörden. Okay. Fordere Krim, der Aufgeschwemmte, heraus, indem du seine Unterstützer im Kampf hinrichtest. Besiege die Leibwächter des Häuptlings. Ja, 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 ja. Macht plus 70, schon klar. Der Häuptling wird sich an den Legenden deines Schwertes beweisen wollen. Details ansehen. Ja. Das machen wir dann, wenn es soweit ist. Ich will wissen, was ich machen muss. 5 Unterstützer durch den Kampf oder Boden in Richtung. Okay. Ja, ist klar. Zu unserem letzten Mal gaben sie uns einen Topf mit echtem Fleisch darin. Wo das wohl hergekommen ist, das willst du nicht wissen. Du willst noch nicht mal darüber nachdenken. Ich seh den Waldläufer! Moment! Wirklich? Ich rieche etwas. Nein, 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 nein. Entfache das Leuchtfeuer. Was tust du nicht? Zünde das Leuchtfeuer. Alter. Fertig, lustig. Niemand zündet hier irgendetwas an. Das war ja einer von denen. Ich hab doch den. Ach, das gibt's doch nicht. Lass uns etwas töten. Jo, töten wir dich. Fähigkeitspunkte erhalten, das ist immer etwas Gutes. Sofortiger Todesstoß, nie. Übersprung, Betäubung, nie. Dolchhagel, nie. Oder? Opfer von Aufzählung und Klingenhagel. Okay, nicht Dolchhagel. Tödlicher Schattenangriff. Nicht schlecht. Schulterstoß. Alter, ich kann mich nicht entscheiden. Also, nicht Alter, sondern liebes Publikum, ich kann mich nicht entscheiden. Kampfaufzählung, komm, das nehmen wir. Und sollte ich jetzt euch in der letzten Zeit zu oft mit Alter angesprochen haben, tut's mir leid, wollte ich nicht. Wir wurden von ein paar üblen Karaguas. Der muss jetzt zählen. Die anderen haben ihren Tod verdient. Bodenhinrichtung. Ach so, durch Kampf oder Bodenhinrichtungen. Nicht durch Leichenrichtungen. Jetzt verstehe ich. Ich muss voll in die Offensive gehen, wie es aussieht. Aber. Sorry, Kollateralschaden. Tut mir leid. Ich werde doch sicher nicht jetzt den dann mit dem Schild versuchen zu besiegen. Schleicht da jemand umher? Geh da hoch. Zur Seite, Talion. Na toll. Ich glaube schon, das muss jetzt klappen. Immer noch nicht. Ich verstehe es, glaube ich, nicht. Ich muss den ein... Zurück an die Arbeit und hör auf zu reden. Okay, das heißt... Ach Gottchen, das heißt, ich muss meine Trefferserie aufladen, plus dann noch ihn mit damit hinrichten. Wo sind die Goldenen? Dennoch, bleibt wachsam. Jetzt haben wir den
War schön mit euch, aber man soll's ja, man soll ja gehen, wenn es am schönsten ist. Man könnte meinen, das sind jetzt alles meine Ziele. Zum Glück sind die mit einem Kreis markiert. Ja, komm. So. War ein Schulterschuss, aber egal. So. Und bam. Das war Nummer 1. Mist. Berserker. Wer? Das wird mir ein bisschen zu viel hier, von dem her schnapp ich mir den dort hinten. Hey, lauf! Ist er stecken geblieben, einfach so. Ja, genau, du. Du mit dem Schild. Alter, du nervst! Ich hab doch... Ich sag nichts mehr. Endlich erhebe ich mich über die anderen Uruks. Uruks. Ich krieg die Krise, ist in das zu versehen. Und von 2 auf 3. Aber der andere ist von 2 auf 7 gestiegen. Ich verstehe diese Kräfte nicht. Du sollst sie auch nicht verstehen, sondern du sollst sie einfach machen. Und diesmal teleportiere ich mich dahin. Da haben wir nicht mehr so weit zu laufen. Geist, dann ist Schicht im Schacht. Ich verstehe nicht, was mit mir passiert ist. Aber ich werde jede Waffe einsetzen, die man mir in die Hände legt. Es gibt nichts, vor dessen Einsatz unser Feind zurückschrecken wird, um den Sieg zu erlangen. Wir müssen ebenso erbarmungslos vorgehen wie er. Das stimmt. Ich will den dritten Uruk töten. Häuptling, nicht Uruk. Uruk. Uruburu. Falls jemandem das ein Wort sein sollte. Uruburu. Danke. Das ist unsere Chance. Die Richtung. Und dann da längs. Und dann so hin. Und dann. Und dann haben wir da die Fledermäuse. Ich mach's gleich jetzt, Momentchen noch. Da haben wir die Fledermäuse. Eins. Zwei. Zwei. Nicht wegfliegen. Drei! Bin ich? Alter. So viel Pech kann auch nur ich haben, aber wirklich. Gleichgewicht!
Alter, ich bin auf deiner Seite. Falscher Knopf. Und da sind sie wieder. Und da drin sind noch ein paar Karaguas. Und das will ich nicht riskieren, von dem her. Warte ich, bis es rot ist und dann schieße ich. Ich zerstöre dich! Dein Kopf soll explodieren. Nee, ihr bleibt da. Gut, hatten wir das auch. Neue Herausforderung. Ein Grauk. Ruhe hier, sonst kann ich meine Mission nicht anfangen. Ja, ist klar. Der danke. Häuptling wird sich an den Legenden deines Schwertes beweisen wollen. Mhm. Dieser Idioten Astuk dachte, ein Graban würde über ihm schweben. Aber stattdessen war es der Tag, der sich von oben auf ihn stürzte. Er war auf der Stelle tot. Und das findest du listig, ja? Eins gegen eins. Ach, ich muss das Leuchtfeuer anzünden. Nein, das musst du nicht. Komm her. Komm her. Wusstest du nicht, dass ich allergisch auf das Wort Leuchtfeuer reagiere? Deck war die Nummer 1. Nee, falscher Knopf. Heilige. Wer ist wer? Du entwisch mir nicht. Und ich hab. Es wird bunt hier. Es wird mir zu bunt hier. Und ich soll so 5 von denen töten. Halt! Ich habe etwas gesehen. Deine Mutter. Er war genau neben mir. Toll. Na komm hoch. Nein, genau beim letzten Schlag stirbt er. Für den Häuptling. Scheiß auf den Häuptling, ich bin da mal weg. Das wollte ich nicht. Das war Nummer 3. Verdammt, das war meine Combo. Letzte Sekunde, meine Fresse. Knapper ging's, glaube ich, nicht. Dann hole ich mir das Kräutchen dort vorne noch und dann kann's weitergehen. Wo ist es da? Na, geh hin und hol's dir. Dort ist er! Das wird ein leichtes! Och, Menschenskinder. Stirb, Tag.
Hier bin ich, komm her. Kommst du wohl hier? Komm her. Das war Nummer 4. Ich sehe schon Nummer 5. Mit einem Giftschwert. Natürlich. Viel Spaß, mein Kleiner. Ich kann hier nicht einfach drauf los. Falls ihr euch fragt, was ich hier mache, ich muss taktisch vorgehen. Nee. Furcht vor Karagor. Schön für ihn. Cream. Hast Ghule immun gegen Fernkampf, vergiftete Waffe, Waffe für Kampf gestillt. Schwer zu töten, möglicherweise. Okay. Erleidet Schaden durch Kampf oder Stöte. Perfekt. Das wollte ich wissen. Ich lese aber zuerst das andere durch, natürlich. Er soll näher kommen. Und der andere Feigling haut ab. Meine Güte, ist das schnell. Ey, du Aufgedunsener, komm mal her. Hast du die Lektion schon wieder vergessen? Der, der abgehauen ist. Ist mir egal. Los, ich will den... Komm, halt die Fresse. Nur dafür werde ich einen Freudentanz auf deinem abgeschlagenen Kopf aufführen. Nein, 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 nein. Komm schon, komm schon, komm schon. Elende, verdammte Axt. So, jetzt wird nur hingerichtet. Ist mir egal, ob ich dich nicht erwische oder so. Komm schon, noch eine, noch eine, noch eine, noch eine, noch eine, noch eine. Jetzt steht er durch. Kaka, der Blutige. Mach nur, du Schrack. Denke aber daran, auch nach meinem Tod bist du nichts als ein Verfluchter mit einer toten Familie. Oh. Dabei wollte ich doch mein Hirn ausprobieren. Gold. So viel dazu. Das Ding bringt uns was. Aber erstmal will ich mich um die da noch kümmern. Nee, 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 nee. Ihr habt mir nicht ab. Hallo? Wieso ging das jetzt nicht? Ich will diesen Hauptmann da töten. Welche Fressen sollten, dass sie anfangen, sich zu vermehren.
Der geht auf die andere Richtung. Schneller, sonst haut er mir ab. Bleibst du wohl hier? Alter. Jetzt hast du nicht mehr so eine große Klappe, wenn dein Härchen weg ist. Zu hart für dich. Lalalala. Bring mir deinen Kopf zum Platzen. Du Narr, mickriger Ghoul. Ich hab schon stärkere Kreaturen aufgeschlitzt, Menschlein. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist der andere hin? Zeit zu sterben. Wo ist der andere hin? Elender. Elende Missgeburt. Damit verabschiedet sich Talion von dieser Folge. Und ich mich auch. Danke euch vielmals. Moment. So. Danke euch vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir haben wieder einen Häuptling geschlachtet. Und wenn ja, wenn es euch gefallen hat, dann Daumen nach oben. Wenn ihr noch mehr sehen wollt, ihr wisst ja, wo der Abo-Button ist. Danke sehr. Tschüss, auf Wiedersehen. Euer EKO. Ich hatte eine Familie. Eine Frau. Und einen Sohn. Ich habe es übergraben, wie alle, die ich je kannte.